Hi Leute, heute probieren wir mal Tire Pens aus, also Reifenmarkierungsstifte. Das wurde früher ziemlich gern gemacht. Mittlerweile gibt es ja sogar so Schriften, die man aufkleben kann, aber das lohnt sich ja beim Roller nicht. In China kann man hier solche Reifenmarker kaufen, da gibt es ganz viele verschiedene Hersteller. Und ich habe einfach mal die billigsten genommen, die ich gefunden habe, und die probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich habe den Reifen schön sauber gemacht vorher. Jetzt schüttelt man das kräftig. Dann drückt man da drauf, bis was rauskommt. Oh, da kommt schon ziemlich viel. Ja, und jetzt probiere ich es einfach mal aus. Oh. Sehr flüssig das Ganze. Die Dinger decken jetzt besser, als ich gedacht habe. Aber man braucht auf jeden Fall viel Geduld dafür. Und wenn man mal ein bisschen rausmalt, ist das nicht so schlimm. Man wartet, bis es getrocknet ist, und dann nimmt man einen ganz spitzen, einen Nagel oder einen ganz dünnen Schlitzschraubenzieher, und dann kann man da diese rausgemalten Ecken ein bisschen wegkratzen. Ja, die Dinger hier für 1 Euro taugen auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so gut decken, denn in den Bewertungen stand, dass die nicht so toll sind. Aber ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Verlangt auf jeden Fall ein bisschen Übung, das Ganze. Aber ja, sind nicht schlecht, die Teile. Dann danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.